Liebe Community, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von TechCenter trifft Neue Werft. Heute mit Markus Kobelmüller vom Team Echo, die heuer noch das fünften Geburtstag feiern. Genau. Gratulation vorweg, wir werden, ob wir uns treffen. Wir wollen heute ein bisschen plaudern über Unternehmensgründung. Was macht Team Echo und auch wo soll es hingehen? Weil ihr seid im Augenblick sehr gut aufgestellt, das heißt, der Umsatz und der Cashflow kann eure Kosten decken. Aber vielleicht fangen wir ganz vom Anfang an. Du hast vier Unternehmen gegründet, oder beziehungsweise Team Echo ist dein viertes. Die ersten drei sind abgegeben worden, ohne größere Verluste, sage ich jetzt einmal so. Und wie kam es dann zum Team Echo? Ja, Team Echo ist im Prinzip aus dem Problem heraus entstanden, dass wir festgestellt haben, dass es in fast allen Organisationen Kommunikationsprobleme gibt, vor allem zwischen Führungskräften auf der einen Seite und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der anderen Seite, die sich häufig so äußern, dass eine Führungskraft jemanden fragt, wie es der Person so geht, und was sagt die Person dann? Gut. Genau, das ist es. Passt alles, danke. Und oftmals ist es aber nicht so, aber es ist einfach extrem schwierig, da ehrliches Feedback zu bekommen im persönlichen Gespräch. Aber hast du die Idee gehabt, weil du warst ja selbst Unternehmensgründer, also selbst Chef, und hast dann vielleicht von den Unternehmen nicht gehabt, was die Echo noch nicht gegeben hat? Die Idee ist im Prinzip entstanden mit jemand anderem aus der Startup-Szene, der mir einfach von seinem Problem geschildert hat, dass er da Projektmanager ist in einem Softwareunternehmen und immer vermitteln muss zwischen den Führungskräften auf der einen Seite und eben den Entwicklerinnen und Entwicklern auf der anderen Seite, und es einfach schwierig ist bzw. kompliziert ist, da alle am richtigen Stand zu halten, was jetzt eben Themen wie Mitarbeiterzufriedenheit, Betriebsklima und Ähnliches betrifft. Und aus dieser Überlegung heraus haben wir dann gesagt, da müssten wir doch eine Alternative zur klassischen Mitarbeiterbefragung, die man mit großem Aufwand meistens alle zwei Jahre durchführt, finden können, mit der man diese Befindlichkeiten einfach und kontinuierlich messen, analysieren und verbessern kann. Was heißt das kontinuierlich? Der kriegt dreimal am Tag eine Mail, wo drin steht, wie geht's da? Oder? Ich weiß, dass das nicht so ist. Genau, ganz so schlimm ist es nicht. Unsere Standardintervalle sind wöchentlich, zweiwöchentlich, vierwöchentlich und achtwöchentlich, wobei die meisten unserer Kunden eher so im zweiwöchentlichen Bereich unterwegs sind, und da ist es dann so, dass unser Algorithmus eben die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt stellt und man sie das zweiwöchentlich zum Beispiel in etwa vier Fragen kriegt, die in einer halben Minute zu beantworten sind. Okay. Und danach dann auch sofort die Auswertung vorliegt. Es gibt jetzt verschiedene Themenbereiche, Motivation, Innovation, keine Ahnung, wie fühle ich mich, wie ist das Klima. Mhm. Wie lange brauche ich jetzt das Unternehmen, wenn ich ein Tool verwende, um mal so einen 360-Grad-Blick zu bekommen, damit ich mal weiß, wie geht es denn eigentlich die Leute generell, oder wo sind denn Themen, wo ich ansetzen kann? Das ist eigentlich sehr schnell vorhanden, weil wir am Anfang Überblicksfragen stellen, das heißt über jede Kategorie einmal eine allgemeine Frage, und das ist in den ersten beiden Befragungsintervallen dann eigentlich erledigt und dann geht es in die Details rein. Hat Team Echo auch Team Echo? Klar, wir setzen selber auch Team Echo ein, und zwar seit wir zu sechst sind, jetzt sind wir bald 20 Leute, und wir versuchen natürlich bestmöglich damit zu arbeiten und auch als Vorbild für unsere Kunden zu wirken, und sehen auch, dass es bei uns auch in so einem kleinen Team eigentlich sehr viele Themen gibt, die man sonst so nicht erkennen würde. Okay, ja. Das heißt 20 Mann-Frau-Team, wie viel 50-50 oder wie ist das bei euch? Wie viele Damen habt ihr? Wir sind ungefähr zwei Drittel Frauen, ein okay. Drittel Männer. Allerdings muss man eben dazu sagen, dass wir nicht nur Softwareentwickler sind, dann wäre es wahrscheinlich anders, sondern wir haben quer durch eigentlich die unterschiedlichsten Disziplinen von Psychologie über Machine Learning dann trotzdem und Softwareentwicklung bis hin dann natürlich zu Online-Marketing, Sales, Kundenbetreuung, Organisation und alles okay. andere, was dazu gehört. Jetzt schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Jetzt 20 Leute jetzt oder 25? Nein, 20. 20, okay, ja. 20. Ja. Ende des Jahres? Ende des Jahres ist das Ziel, dass wir so an die 30 sind. An die 30 sind, okay. Ja. Das heißt aber, aus dem Cashflow wird sich das nicht ganz ausgehen. Das heißt, ihr startet die Investmentrunde? Genau, das ist der Plan. Also wir haben bis jetzt ein Investment aufgenommen im letzten Jahr. Das war eine erste kleinere Business Angel Runde. Und für dieses Jahr haben wir im zweiten Halbjahr eben das Ziel, ein größeres Investment von institutionellen Investoren aufzunehmen, um dann einfach schneller skalieren zu können, weil wir sehen, unser Produkt funktioniert. Das heißt, den Product Market Fit können wir seit längerem belegen, und jetzt wollen wir einfach ins schnellere Wachstum gehen. Jetzt noch eine Frage zum Produkt. Der erste Kunde ist vor
5 Jahren aufgerissen worden, sage ich jetzt einmal. Verwendet der das nur? Oder ist das, da merkt man dann irgendwann, es gibt eine Sättigung und es freut es die Leute eigentlich nicht mehr, dass da die Fragen beantworten? Wie schaut das aus? Wie ist die Erfahrung da? Die ersten Kunden sind großteils nur dabei, ja. Also ich kann da jetzt zum Beispiel zwei nennen, die von Anfang an dabei waren. Das war einerseits Catalyst, beziehungsweise jetzt bald Cloudflight, was sie sich umbenennen, und BlueSource in Hagenberg. Okay. Und die sind beide nach wie vor Kunden von uns. Und wenn man sie jetzt fragt, nimmt die Teilnahmebereitschaft nicht ab, weil diese Frage eben häufig kommt, dann kann ich darauf eigentlich nur sagen, dass es sehr stark davon abhängt, wie mit den Ergebnissen gearbeitet wird. Also wenn die Führungskräfte einfach darauf reagieren und das Ganze gelebt wird, dieses Feedback, dann nimmt die Teilnahmebereitschaft nicht ab. Aber natürlich haben wir auch schon andere Fälle gehabt, wo dann einfach Führungskräfte nicht so richtig damit arbeiten, weil es vielleicht noch nicht in dieser agilen Denke drinnen sind. Die Leute haben Angst vor, dass man da rückschließen kann, wer hat die Antwort gegeben, oder sind die Antworten eher wirklich ehrlich, weil der ein gutes Gefühl hat? Oder wie vermittelt man dem das Gefühl, dass der ehrlich antworten kann? Psychologischen Trick? Ich glaube, wir als externer Dienstleister tun uns da leichter, als wenn das Unternehmen die Befragungen selbst durchführen würde, weil man als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin da natürlich nur viel mehr die Ängste hat, wenn der Arbeitgeber die Befragung durchführt, dass er selbst irgendwo Einblick hat, wer wie abgestimmt hat. Wir als externer Dienstleister haben da ein bisschen eine Sondersituation, weil man uns eher vertraut, weil wir einfach mehrere hundert Unternehmen haben, die Team Echo nutzen, und insofern wir uns das gar nicht leisten könnten, dass da irgendwie was auftaucht in diese Richtung. Und außerdem soll unser Tool ja nicht nur Führungskräften helfen, sondern gleichzeitig auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und zwar in gleichem Ausmaß eigentlich. Ja. Das heißt, wir wollen beide Seiten wir wollen beiden Seiten gleichermaßen helfen. Führungskräfte haben ständig diesen Einblick, wie geht es den Leuten, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich ehrlich und anonym mitteilen und ja die Situation für sich selbst verbessern. Wie ist das eigentlich? Gibt es da Unternehmen, die am Anfang Angst haben, das einzuführen? Um Gottes Willen, müssen wir ihn lassen, was lieber unter der Decke ist. Läuft eh so gut oder so? Gibt es da so auch so Bedenken? Diese Ängste gibt es natürlich immer wieder ein bisschen. Allerdings haben wir festgestellt, dass Team Echo eher von Organisationen eingesetzt wird, die sowieso schon sehr fortschrittlich sind in diesem Bereich. Das heißt, ursprünglich geplant war es für Unternehmen, die Probleme haben und sich da verbessern wollen. Wir haben dann gesehen, das sind nicht die idealen Kunden für uns, weil sie die einfach nicht trauen, das einzusetzen, sondern es ist wirklich eher für Unternehmen, die schon eine sehr gute Feedback-Kultur haben. Ist aber eine lustige Marketingstrategie zu sagen, wer unser System hat, muss ein gutes Unternehmen sein. Aber so ist es. Traut so ist es ja. Ja. Da kommt man vielleicht drüber einen Slogan und schauen. Ich steige dann bei euch ein, okay? Sehr gerne. Wie viel muss ich mitnehmen? Nein, jetzt reden wir es nicht drüber. Okay, danke. Also für mich ganz interessant. Ich wünsche euch alles Gute. Ja. Ich glaube, dass kein Problem wird, dass das Investment bekommt. Wünsche nicht nur euch alles Gute, sondern auch den Unternehmen und besonders den Mitarbeitern, weil im Endeffekt, wenn sie alle wohlfühlen, glaube ich, dann klappt es ganz gut. Ich habe mich da wohl gefühlt beim Gespräch, oft ist es auch so gegangen, oder möchtest du jetzt eine Frage an mich stellen? Nein. Oder ist es dann zu wenig anonym? Nein, ich kann auch nur sagen, danke für die Einladung. Freut mich, wenn ich einfach ein bisschen was erzählen darf über unser System und unsere Vision, dass zukünftig jeder gerne in die Arbeit gehen soll. Genau, ja. Perfekt. Ich denke, das war jetzt ein super Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt, Techcenter trifft neue Werft.